Oh, Zwergi, hier entlang. Die Rede von dem Plasma, redet zum Volk. Geht es dieser Lügner? Mit seinem manipulierten Gerede will er nur alle hinters Licht führen. Na, der redet jetzt doch wieder. Ist heute hier die Hauptperson im Part. Hört mich an, ihr guten Leute. Unser König, seine Majestät N, hat seine Kraft mit dem legendären Drachen-Pokémon vereint. Gemeinsam werden sie das Land der Verheißung uns in eine glorreiche Zukunft führen. Und so wiederholt sich die Legende von der Gründung eines durch den Helden. Held, Drache, Legende. Im Gegensatz zu uns einfachen Menschen wohnen den Pokémon Fähigkeiten inne, die unsere Vorstellungskraft bei weitem übersteigen. Es gibt so vieles, das wir von ihnen lernen können. Wir müssen nur ihre Einzigartigkeit anerkennen und ihnen helfen, das Joch abzuschütteln, in das wir Menschen sie so schmählich gespannt haben. Befreien die Pokémon! Darum hört ihr, gute Leute, gründet mit uns das Team Plasma, jenes neues Land, ein glückliches Land, in dem Menschen und Pokémon sich gleichermaßen am erquickenden Trunk der Freiheit rauschen können. Sprengt daher zunächst die Ketten, die eure Pokémon zu Leibeigenen machen. Euer ergebener Diener geht es, sagt tausend Dank für eure werte Aufmerksamkeit. Ihr guten Leute, der Friede sei mit euch. Der soll sich verbessern und sagen, der Friede sei mit euch. Das ist ein bisschen leicht blasphemisch. Und wer sich so ein bisschen auskennt, in Religion ist, war, ist ein Spruch, der gerne von einer Religion benutzt wird. Das sollte man dann vielleicht nicht missbrauchen. Stimmt das? Haben wir die Pokémon unterdrückt? Sollten wir die Pokémon freilassen, so wie es Team Plasma sagt? Bitte nicht! Ohne meine Pokémon wäre ich doch plötzlich so schrecklich einsam. Erkenn doch die Wahrheit. Was soll das Ganze? Was hat er da gesagt? Ist doch Unsinn. Die eine Region entstand damals, indem die Pokémon und die Menschen zusammengearbeitet haben. Falls die Pokémon die Beziehung zu den Menschen nicht wünschen würden, hätten sie uns längst verlassen. Ein Pokéball kann vielleicht ein Pokémon fangen, nicht aber seine Gefühle. Wollen wir, Zwergi? Lang nicht mehr gesehen, Ninia und Lysander. Lauro und der Junge von neulich. Was denn? Was sucht der Champ denn hier, der Champ der Pokolia, den Rücken gekehrt hat und seitdem die Lande durchstreift? Ich komme gleich zur Sache. Verratet mir alles über die Legende der Drachen-Pokémon. Meinst du das Regirama oder das Zekrom? Warum interessierst du dich auf einmal dafür? Bei der kleinen Ansprache vorhin hat dieser windige Gezes doch gesagt, dass dieser eine Trainer namens Reshiram wieder erweckt hätte. Oho! Und dieser Trainer mit dem Namen N hat Zwergi aufgetragen, das andere Drachen-Pokémon zu suchen. Ich werde nicht ganz schlau aus diesem N. Für seine eigenen Überzeugungen will er die beiden Drachen-Pokémon gegeneinander kämpfen lassen. Was? Aber die beiden Drachen-Pokémon sind doch jetzt Freunde. So ist es, Lilia. Die Trainer sind es, die die Giganten-Pokémon gegeneinander kämpfen lassen. Und sie tun das, damit sie Trainer und Pokémon noch besser verstehen. Also dann, ich mache mich dann mal auf den Weg zur Pokémon-Liga. Oder sollte ich sagen, ich kehre dorthin zurück. Natürlich werde ich N besiegen. Ich werde ihm die Augen öffnen und ihm zeigen, dass die Welt
So wie sie jetzt ist, eine Welt, in der die Trainer und Pokémon in Harmonie zusammen gut ist. Und was dich angeht, Zweggy, ich werde als Champ auf dich warten. Also hol dir den Orden von Twin Lake City und komm zur Pokémon-Liga. Aber sieh dich vor, die Trainerleiterin von Twin Lake City ist sehr stark. Also ich verlasse mich auch auf euch, Lysander und Lydia. Jetzt ist er weg. Ob er in Ordnung ist, er hat so ein finsteres Gesicht gemacht. Ja. Mach dir keine Sorgen, Lydia. Er ist der stärkste Pokémon-Trainer der ganzen Einheit-Region. Zweggy war dein Name, richtig? Komm bitte zu mir nach Hause. Es ist wie Lauro gesagt hat. Ich will dir alles über die legendären Drachen-Pokémon erzählen und was ich weiß. Lydia, du wärst dann so lieb, vorauszugehen? Lydia. Achso. Die Geschichten von Reshiram und Seacom. Wir erzählen sie dir. Und ich führe dich durch Twin Lake City. Hier entlang. Okay, damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engelodum zu einem neuen Part. Pokémon, die weiße Edition mit dem Zwergenfürst. Ich bin hier in Twin Lake City und ja, sie wartet hier auf uns. Sie will uns durch die Stadt führen. Ja, dann lassen wir sie uns doch mal durch die Stadt führen. Sieht so aus, als sei es nicht mehr weit bis zur Pokémon-Liga und bis zur Top 4, bis zu dem Kampf der Giganten, wenn ihr so wollt. Und ja, einzige Frage, die sich mir stellt, wo zum Geier finde ich dann das schwarze Pokémon, das legendäre Zekrom? Wo? Eigentlich müsste das immer zwischen dem 7. und dem 8. Orden sein, traditionell. Aber schaut gerade nicht so aus, als ob wir das vor der Pokémon-Liga finden. Naja, wir stürzen uns einfach immer ins Abenteuer und sehen, wie es läuft. In dieser Melodie finden sich die Hoffnungen der Menschen. Vergangener Tage wieder. Würde auch passen. Und jetzt sollen sie zum Leben erweckt werden. Die Melodie, die ich hier höre. Aha. Und du so? Es ist nicht mehr weit. Okay. Und wo willst du mich hinführen? Hier ist es. Okay. Zeit für eine kleine Geschichtsstunde. Wie ich sehe, hast du dir den Dunkelstein besorgt. Aus dem Dunkelstein wird das Zekrom erwachen. Zekrom und Reshiram, das bereits unter uns weilt, waren ursprünglich ein und dasselbe Pokémon. Dieses einzigartige Drachen-Pokémon hatte zusammen mit den Zwillingshelden ein neues Land erschaffen, in dem Menschen und Pokémon in Frieden miteinander lebten. Doch eines Tages entbrannte zwischen den Zwillingen ein Streit darüber, wer von beiden immer recht sei. Der ältere, auf die Wirklichkeit pochende Bruder oder der jüngere, vom Wunsch beseelte Bruder. Der Drache, der den Zwillingshelden immer treu gefolgt war, spaltete sich daraufhin in zwei Drachen auf. Der eine schloss sich dem älteren an und der andere dem jüngeren Bruder an. Reshiram, der weiße Drache, der nach der Wirklichkeit strebt und uns in eine neue Welt der Klarheit führt. Zekrom, der schwarze Drache, der nach dem Wunsch folgt und uns in eine neue Welt der Hoffnung führt. Da die beiden Drachen ursprünglich eins waren, tobte der Kampf hin und her. Aber eine Entscheidung war nicht in Sicht. Schließlich wurden die zwei müde. Auch die Zwillingshelden erkannten irgendwann, dass nicht nur einer von ihnen recht haben könnte, und so wurde der Konflikt endlich beigelegt. Jedoch gruben die Söhne der Helden das Kriegsbeil wieder aus. Im Ausbruch folgend legten Reshiram und Zekrom daraufhin einmal mit Flammen und Blitzen in Schutt und Asche und waren nicht mehr gesehen. Die Pokémon hätten etwas derartiges aber niemals
getan, während sie angehört und mit Respekt behandelt wurden. Schließlich hatten Reshiram und Zekrom einst ein neues Land erschaffen. Du hast recht, Pokémon können nun einmal nicht sprechen. Aus diesem Grund projizieren wir unsere eigenen Gedanken auf sie und erwarten manchmal vielleicht Dinge von ihnen, die ihre Gefühle verletzen können. Und dennoch, Pokémon und Menschen vertrauen und brauchen einander. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. So ist es und nicht anders. Und daher kann ich auch nicht dulden, dass die Plasma versucht, uns unsere Pokémon auseinanderzubringen. Entschuldigung, wir sind etwas abgeschweift, aber das ist alles, was wir wissen. Leider ist uns nicht bekannt, wie man das legendäre Drachen-Pokémon erwecken kann. Nun musst du das Versprechen einlösen, das du Lauro gegeben hast. Du musst dir ja noch deinen Orden aus der Arena von Twin Drake City holen. Ninja, tritt in der Arena gegen Zwerge an. Jawohl! Damit du Bescheid weißt, ich bin genauso stark wie Lysander. Okay, sie ist also unsere nächste Herausforderung. Ach du schon. So, hier. Ein paar Tränke können wir gebrauchen. Haben wir schon 4 Stück? Ja gut, dann machen wir 15 draus. So. Dann haben wir hier uns ein bisschen was eingekauft. Ich hoffe, das reicht für den Arena-Kampf. Und dann würde ich mal sagen, wenn es hier keine Hinweise mehr auf Zekrom gibt, begeben wir uns langsam mal in Richtung Arena. Da geht es dann hoch zur Siegesstraße. Woher ich das wohl weiß. Ja, dann mal rein mit uns. Auf geht's. So, hier haben wir auch schon die ersten Trainer. Sprechen wir mal erstmal mit ihm hier ein letztes Mal. Willkommen in der Pokémon Arena von Twin Drake City, der größten Prüfung der einen Region. Aber zunächst nimm bitte dieses Tafelwasser an dich. Zwerge hält Tafelwasser ein letztes Mal. Zwerge verschaut ein letztes Mal Item Tafelwasser in der Medizintasche. Ich will dir jetzt mal etwas über den Aufbau dieser Arena erzählen. Rücken, Hals und Kopf des Drachen dienen dir als Zugangswege. Diese verschieben sich, wenn du auf die Schalter an seinen Namen trittst. Achte darauf, wie sich der Kopf des Drachen bewegt. Vielen Dank für den Hinweis. Kann ich bestimmt gebrauchen. So, dann wagen wir uns mal hier in den ersten Kampf. Ja. Die Arena in Twin Drake City wartet auf starke Gegner, die ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen. Okay. Erster Pokémon-Trainer in der Arena heißt Norman und hat ein Pokémon. Als Trainer Norman setzt einen Schaumfax ein. Okay. Auf geht's, Ben. Oha. Waren wir in keinem Pokémon-Center oder was? Die AP sind noch komplett runter. Da muss ich vielleicht gleich mal nach diesem Kampf rausgehen und mal meinen Pokémon-Team mal heilen im Pokémon-Center. Das wäre vielleicht ganz praktisch gewesen. Vor einem Kampf in der Arena. Wieso sind meine AP down? Ich habe wahrscheinlich... Stimmt, ich habe im letzten Part nur mit Tränken und Belebern geheilt. Stimmt, da hatte ich es ja vergessen. Hatte ich vergessen. In der Zwischenzeit. Habe ja ein bisschen Pause gemacht. Zwischen den Parts. So. Haben wir es jetzt besiegt. Scharfax und den ersten Trainer. Norman besiegt. Zwei gewinnt ein bisschen Geld und geht siegreich aus dem ersten Kampf der Arena hervor. Aber wir müssen jetzt ganz schnell wieder zurück. Weiter geht's. Weiter geht's. Auf der Himmel ist leider. So. Auf wie. Mal gucken, was wir hier erreichen. Okay. Wir müssen auf die Arme springen, aber ja, müssen wir wohl den Kampf bestehen. Erstmal. Auf geht's, ab in den Kampf. Huha! Da ist schon die nächste Trainerin. Wenn du mich übertreffst, verrate ich dir, wie du durch diese Arena kommst. Ich weiß es schon.
Die wird mir wahrscheinlich sagen, dass ich dort auf den Arm springen soll. Das habe ich nicht nötig. Ich weiß es schon. Ich werde dich trotzdem besiegen. Und du kannst es mir trotzdem danach sagen, aber es ist nicht unbedingt nötig. So, jetzt sind die AP wieder aufgefrischt. Jetzt kann ich Nitro-Ladung probieren. Das habe ich schon im ersten Kampf gemacht, habe ich bloß nicht angesagt. Eine Attacke Nitro-Ladung getestet. Dann bringt was. Kann man so annehmen, kann man so anbieten. Dampfwalze, das bringt auch was. Okay, ich war mir nicht ganz sicher, ob das was bringt, aber es bringt was. Level 31 für Lisa. Phoebe. Wie hieß die? Phoebe? Achso, Phoebe wahrscheinlich. Phoebe wird das, glaube ich, ausgesprochen. Phoebe. Phoebe wird das geschrieben und Phoebe ausgesprochen. Okay. Kommen wir jetzt da lang. Die Thundermans. Ja, ich mal geguckt. Und deshalb weiß ich, dass Phoebe Phoebe ausgesprochen wird. Und weiter geht's. Genug von meinen Disney-Abenteuern. Hast du verstanden, wie sich die Köpfe der Drachen bewegen? Ja. Ja, das habe ich. So, da haben wir Ilma. Das sind ulkige Namen hier. Aber sollen sie von mir aus ulkig sein? Kann sein, dass wir immer noch nur 5 Pokémon haben im Team, dass uns eines fehlt. Ja, ich glaube, das ist so. Oder kommt dann das legendäre Pokémon rein? Das Zekrom. Dann haben wir alle Plätze voll. Habe ich es für ihn also Platz gehalten. Hat der auch nur ein Pokémon, oder? Ich habe nicht richtig aufgepasst. Sorry, tut mir leid. Nitro-Ladung. Na komm. Na komm. Nitro-Ladung. Zack. Na komm. Das musst du jetzt unbedingt noch halten. So ein Kack. Feuersäulen. Zack, zack. Und jetzt haben wir es endlich. Harfax besiegt. Hui. Lisa erhält einige EP-Punkte. Weiter kämpfen. Wir geben niemals auf. So, ich versuch's mal mit Dampfwalze. Das soll ja was bringen. Ja, kann man so sagen, dass es was bringt. Kann man wohl so sagen. Drachentanz, oder war das Drachentanz? Ja. Stimmt, glaube ich, Drachentanz. Ist auch eine sehr beeindruckende Attacke. Das ist noch mal Dampfwalze, bringt eigentlich auch nichts. Da eine andere Attacke einsetzen müssen. Und was soll das? So, geschafft, oder was? Du besiegt Astrainer Elma. Du bist stark. Ich schätze, du willst hinter die Geheimnisse des Drachenköpfe kommen. Ich bin da schon hintergekommen. Ich weiß, wie man es macht. Musst du mir nicht nochmal sagen. Muss mir jetzt nicht jeder Trainer an dieser Arena verraten. Ist nicht nötig. Sieht aber nice aus. Die Animation der bewegenden Drachenköpfe. Fast wie in Harry Potter die Treppen. So. Och nein, der nächste Kampf. Los geht's. Hoffentlich nicht hier gleich 5 Pokémon. Bist du schon glücklich, wenn du nur mit irgendwelchen Pokémon zusammen bist? Oder müssen sie auch stark sein? Antworte mir nur in Form eines Kampfes. Nicht mehr normal mit diesen Namen hier. Gebt irgendeinen vernünftigen Namen. Vor allem so, wenn sie Pokémon-Trainer in einer Arena werden wollen. Naja, gut, wenn sie schon eine Job-Idee haben, dann ist es vermutlich zu spät dafür. So, dann wollen wir mal weiter. Geradeaus. Nein, nicht geradeaus. Dann halt zurück. Oh nein. Nein. Kampf. Ja, Kampf. Schau an, was sehe ich denn da? Jedenfalls kommst du gerade recht. Aber sei gewarnt, ich werde es dir nicht leicht machen. Ach so. Jetzt weiter. Vielleicht sind wir ja bald mal da. Sind wir bald da? So, hier mal drauf hopsen. Und dann bewegt sich der Kopf wahrscheinlich. Aber noch nicht da hoch.
Da müssen wir noch ein paar Umwege gehen und wahrscheinlich noch gegen ein paar Trainer kämpfen. Das wird uns nicht erspart bleiben. So, hier rum. Eine riesige Treppe. Na, das war doch klar, dass wir gegen den kämpfen müssen. Auf geht's! Ich weiß nicht mehr, wie lange wir es hier aushalten gegen die Trainer, aber ich hoffe, wir kriegen es noch hin. Du, dich teste ich. Zeig mir, wie gut du dich mit Pokémon auskennst. Ich will dir zeigen, wie gut ich mich mit Pokémon auskenne. Wie heißt der? Kurono? So ähnlich krank. Kapuno, ach so, so heißt dein Pokémon. Wie heißt er? Ist auch egal, er hat drei Pokémon. Oha. Dampfwalze. Hoffentlich bringt's was. Was bringt was? Aber nicht das, was ich erwünscht habe. Ich habe gewünscht, dass es ihn aus den Socken haut. Von den Socken, wollte ich sagen. Aber, ja. So, schnell mal Hypertrank. Hypertrank. Und dann können wir wieder. Slam. Zack. So, 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 so. Und, ja. Wie wär's mit Nitro-Ladung? Zwei weitere Pokémon haben wir noch vor uns. Ja, ob das was wirkt, mal sehen. So, Kapuno besiegt. Dies erreicht ein paar EP-Punkte. Vor allem erreicht sie ein paar EP-Punkte. Astrainer Konor wird in den Kampf geschickt. Nein, schickt ein Pokémon in den Kampf. Der Trainer wird natürlich nicht in den Kampf gesetzt. Dampfwalze. Hui. Okay, so hui war es dann doch nicht. Drachentanz. Drachentanz oder Drachenhatz? Ich würde sagen, das heißt Drachenhatz. Ich muss mal genau hingucken. Nitro-Ladung. Komm, mach's Platz. Pachau. Was? Nicht so viel. Das finde ich nicht so toll. Drachentanz stand da gerade, oder? Hab ich nicht hingeguckt. Ich war so konzentriert auf meine eigenen Attacken. Bah, ist auch heute der Wurm drin. Kann nicht reden. Verzeiht es mir. Scharfax besiegt. Und was ist wohl das nächste Pokémon? Das dritte Pokémon im Kampf. Konor setzt Schadrago ein. Wir kämpfen weiter. Na los. Schadrago, da hat, glaube ich, Dampfwalze was gebracht. Dampfwalze. So, okay, ja. Gebracht kann man es jetzt nicht nennen, aber Drachenklaue. Zack, zack. Oha. Das sehe ich ungern, diese Attacke. Bei meinem Ben. Nitro-Ladung. Attacke. So. Lass mal schaffen. Nein. Ich brauche noch ein paar Anhiebe. Drachenklaue. Anhiebe. Was ist das für ein Wort? Das gibt's doch gar nicht, dieses Wort. Schande. Ich muss diesen Part so schnell wie möglich beenden. Das wird ja nichts mehr. Nisa, Level 32. Naja, immerhin. Fliegen. Versuchen wir es mal damit. Könnte eventuell was bringen. Aber nur eventuell, rein theoretisch. Ich denke nicht, dass das viel bringt. Oh doch, ja. Mehr als ich erwartet habe. Drachenklaue. Nein, ich hätte mal bei dir mal einsetzen sollen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja komm, diesen einen Kampf müssen wir noch bestehen. Den nächsten können wir versagen. Den können wir wieder herkommen. Den will ich aber jetzt noch schaffen. Bleber aus Ben. Los. Er setzt Vergeltung ein. Hm, ob das was wird? Nein, das wird nichts. Ah, müssen wir mit Ben jetzt kämpfen. Letztes Pokémon im Team. Ben. Okay, er braucht noch ein Stückchen. Er braucht noch ein kleines bisschen. Riskieren wir es. Machen wir Risky-Tisky. Mal Feuersäulen hier. Ja, das kriegen wir hin. Zack. Besiegt. Oh, das war wirklich risky. Riskant. Das Trainer besiegt. Nummer. Eine andere Nummer als die anderen Trainer. So, der Drachen geht nach hinten.
Das gefällt mir nicht. Ich will nämlich nach vorne in der Arena. Und er geht nach unten. Das ist schon mal schön. So, hier mal in Schlängellinien nach hinten. Was? Achso, hier müssen wir nochmal lang. Einfach nochmal hier den Weg. Nochmal drauf springen und dann bewegt sich es wahrscheinlich nach oben. So, Ärmchen nach oben, Kopf nach links. Okay, so geht es natürlich auch. So, hier hoch. Und hops. Und da ist schon der nächste Trainer. Mit Belebern und Tränken aufgefrischt. Kann es weitergehen. Kriegen wir hin, denke ich. Bis zum Arenaleiter kommen wir jetzt vor und dann vor dem Arenaleiter können wir nochmal zurück und mal das Team heilen und dann können wir in den Arenaleiterkampf starten. Ich bin schon sehr gespannt, mit welchen Tricks du so aufwartest. Das Wort habe ich seit Ewigkeit nicht mehr gehört. Scarlet. So, das ist schon halbwegs normaler Name. Ich sag nur halbwegs. Das gefällt mir schon besser. Ich sag besser. Besser, nicht gut. Es gefällt mir nicht gut, es gefällt mir besser. Besser als die anderen Namen. Besser als Phoebe. Wie kann man sein Kind eigentlich Phoebe nennen? Phoebe. Ausgeschrieben. Alter Schwede. Es muss doch irgendwann mal eine Göttin gewesen sein aus dem antiken Rom oder sowas. Ich kenne die Gottheiten dort nicht, aber Phoebe, das klingt schon so nach einem Mythos, nach so einem Heldenmythos. Muss irgendwie aus einer Odysseus-Sage vielleicht, könnte ich mir vorstellen, dass da irgendwie eine Nebenfigur in so einer Nibelungenlied-Sage zum Beispiel ist. Na gut, das Nibelungenlied haben wir gelesen, da kam glaube ich nichts sowas vor. Da haben wir in der Schule mal durchgelesen. Alter, das. Darüber können wir auch mal lange Zeit reden. Pflichtlektüre, ne? Pflichtlektüre in der Schule. Das ist wirklich grenzwertig. Naja, Faust, also Faust verstehe ich noch. Faust ist so auch fragwürdig, ob das wirklich als Pflichtlektüre genommen werden muss, aber Faust ist noch verständlich, dass man das mal gelesen haben muss. Aber bitte das Nibelungenlied. Das haben wir mal auswendig lernen müssen, was einer. Die erste Seite mussten wir mal auswendig lernen. Uns ist in alten Meeren wunders viel gesät. Von helden Lobbebären. Alter. Das ist ständig so, dann geht's dann so weiter in so einer ritterlichen, altertümlichen Sprache. Und du denkst dir mal so, oh, red mal Deutsch, Junge. Na gut, das ist sehr deutsch. Aber es ist halt irgendwie. Das sind halt auch andere Buchstaben, das sind irgendwie. Du musst halt vorher ein anderes Alphabet lernen, bevor du das Buch lesen kannst, weil halt irgendwie. Weil irgendwie ein A wie ein E ausgesprochen wird oder sowas, weil die Buchstaben halt anders entwickelt sind. Haha. Noch Grammatikunterricht und neue Sprache lernen, bevor du das lesen kannst. Was soll denn der Mist, meine lieben Leute? Ja, das Schulsystem. Generell nicht das Beste, aber was habe ich mich zu beklagen? Deutschland hat noch das beste Schulsystem von allen. Da gibt es noch weitaus schlimmere Schulsysteme in der Welt. Aber warum, Leute? Warum Pflichtlektüre, Nibelungenlied? Wenn man noch Pflichtlektüre Harry Potter mal machen sollte. Harry Potter, die Teile, die muss man durchgelesen haben. Das ist Pflichtlektüre. Herr der Ringe muss man auch mal gelesen haben. Das müsste Pflichtlektüre sein, meine Güte. Das ist Kultur. Tribute von Panem. Das kann man lesen. Das ist eine Sache, die man. Das sind Sachen, die man im Unterricht mal ins Pflichtlektüre einführen könnte. Und da würde ich mich für einsetzen. Ja, Faust würde ich vielleicht beibehalten, das ist halbwegs sinnvoll, dass man die Epoche mal gelernt hat, aber mal ein bisschen was Modernes. Wir hängen nicht mehr am 18. Jahrhundert fest. Auch die Lektüre, auch die Literatur hat sich weiterentwickelt. Auf Doppelklären, Pokémon Weiß.
Da muss aber ich gar nicht mehr weiterreden. Wie bin ich eigentlich darauf jetzt gekommen? Auf Pflichtlektüre. Ja, was soll's. Auf Namensgebung, ja, Namensgebung war's. Phoebe war's, Phoebe. Okay, das sieht schon ziemlich final aus hier. Ja. Oha! Die kam jetzt plötzlich, die habe ich nicht gesehen. Pokémon-Kämpfe bestimmen nun schon seit über 10 Jahren unser Leben. Wir werden nicht spüren lassen, wie viel die Erfahrung in seinem Kampf ausmacht. Jetzt sind wir bald da. So, hier rüber. Soll ich da lang oder da lang? Wer weiß. Das sieht so aus, als ob wir da lang müssten. Ja, da steht ein Trainer. Wir müssen garantiert dort lang. Ja, sowas von. Okay, da waren wir schon. Uiuiui. Okay, scheinbar müssen wir doch woanders lang. Die haben wir schon besiegt, wie es aussieht. Ulkig. Hier wird jetzt hier im ganzen Raum hier mit den Türen geklappert. Gerammelt hier. Gerumst. Das stört bei meiner Aufnahme. Nicht so laut. Da draußen. So, hier sind wir bei der Arena-Letterin. Ich gehe mal kurz mein Team heilen, auffrischen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder hier an dieser Stelle. Ich glaube, der Part ist lang genug. Und dann kämpfen wir gegen die Arena-Leiterin. Ich freue mich drauf, freut ihr euch auch. Daumen nach oben, soll es euch gefallen haben, dieser Part. Das war ein gutes Deutsch. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, auf dieser Kanalseite und ja, kein weiteres Video mehr mit den Zwergfürsten verpassen wollt. Ja, schreibt mir was Nettes in die Kommentare, wie ich immer zu sagen pflege. Wie euch dieser Part gefallen hat, könnt ihr mir nicht nur mit einem Daumen nach oben zeigen, sondern auch mit einem lieben Kommentar in den Kommentaren, in der Kommentarrubrik. Ja, konstruktive Kritik und Lobüberschüttungen. Habt noch einen angenehmen, festlichen Tag und haut drinne. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.